So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hab tatsächlich vergessen, den letzten Vlog mal wieder zu beenden. Werde ich wahrscheinlich so machen. Ich bin jetzt tatsächlich schon in Stein, also zur Ausbildung, Fortbildung zum Praxisanleiter. Bin gerade in meinem Zimmer umgekommen. Also mein Kollege, der war nicht so begeistert von dem Zimmer, das er bekommen hat. Ich glaube, er hat auch ein Einzelzimmer bekommen. Ich hatte aber das Glück, dass ich ein Doppelzimmer bekommen habe. Und das zeige ich euch jetzt kurz. So, also hier kommt man einmal rein, hier stehen noch meine Schuhe und hängt meine Jacke. Hier haben wir einen Spiegel, einen Schrank, den werde ich aber nicht nutzen. Ich bin ein sehr fauler Mensch, der nicht so sehr ausräumt. Genau, dann ist hier einmal das Bad, sieht eigentlich recht süß aus, mit so einer Dusche, so einer fünfeckigen. Hier steht schon mein Zeug, ja, eine Toilette, ein Dachfenster, die ich gleich aufreißen werde, weil es echt warm hier oben ist. Ich bin im zweiten Stock und Waschbecken mit Spiegel, habe ich auch schon mein ganzes Zeug hier verteilt. Hier und hier. Genau. Und dann einmal das Bett. Wie gesagt, ich habe ein Doppelbett. Da ist jetzt mein Koffer. Da lebe ich jetzt raus. Dann lasse ich einfach hier liegen und hier werde ich schlafen. Da habe ich schon ein bisschen was hingeräumt. Nagellack, ich will mir heute die Nägel lackieren, weil ich, wenn ich nicht arbeite, muss ich das mal ausnutzen. Genau, mein Laptop für heute, weil ich Birger angucken will. Dann, ja, der Fernseher, der ist... Dass man das als Fernseher zählen kann, okay. Dann, was ich sehr cool finde, ein Wasserkocher. Ich habe mir nämlich tatsächlich, also das werde ich nicht nutzen, Kaffeepulver mitgenommen, dass ich einen Kaffee trinken kann. Ich hätte den halt mit normalem heißem Wasser getrunken, habe mir Wasser auch schon heiß gemacht. Genau, hier einen Stuhl, habe ich meine Handtasche jetzt abgelegt und diese Aussicht haben wir. Genau, ist jetzt nichts Besonderes. Sagen wir mal so, für Schlafen reicht's. Es ist ein süßes kleines Zimmer auf jeden Fall. Und das Bad ist auf jeden Fall mega schön, finde ich, mit diesen Fenstern. Gucken wir mal, die man auch sehr schön aufmachen kann. Und das mache ich jetzt, damit es ein bisschen durchzieht. Die Seife klappe ich mir jetzt und stelle ich da hin, weil die es ständig zugeht. Und zieht vielleicht der Wind ein bisschen durch. Okay, Seife reicht nicht, muss meine Tasche herhalten. So funktioniert das. Und Palmolive, süße Seife. Hier ist sogar ein Föhn. Ich föhne aber meine Haare nicht. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und ich habe mir was zu essen geholt und zu trinken. Einmal Hefeweißbier Naturtrüb. Einmal Gösser Naturradler für heute Abend. Und einmal Sushi tatsächlich. Und zwar Avocado und Lachs. 190 Gramm sind das, habe ich bei Rewe abgeholt. Also so beim Rewe Abholservice. Und das werde ich mir nachher gönnen. Sojasauce, Wasabi und Stäbchen. Ich werde jetzt, oder vielleicht werde ich auch gleich essen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich erstmal hinlegen, ruhen. Und ja, ich denke meinen Mann anrufen. Mein Handy liegt da. Wir sehen uns dann auf jeden Fall die nächsten Tage von hier aus. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Tag. Schon ein bisschen später, deswegen Licht hier an. Es ist jetzt 18 Uhr. Hab ein bisschen was für Studium gemacht. Übrigens habe jetzt die Fotografenpalette ausprobiert von Action. Ist nicht schlecht, nur ein bisschen fleckig wird's, muss ich sagen. Ich gehe jetzt duschen und dann werde ich, denke ich, eine Maske mit euch zusammen machen, weil recht viel mehr. Also ich werde diese Woche wahrscheinlich so von Montag bis Freitag nicht viel filmen können, außer mich wieder beim Reden. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich ein paar Masken mit und dann werden wir ein paar Masken machen. Genau, das mache ich jetzt. Dann muss ich noch Videos bearbeiten und dann geht's eh schon wieder ins Bett und morgen dann weiter in den Lehrgang. Genau, Maya, also mein Mann war jetzt mit Maya beim Tierarzt, weil sie so ein Knacksen hat im Knie rechts und die Tierärztin meint jetzt, das ist der Meniskus, aber wir sollen erst warten, weil sie jetzt erst am Ende des Wachstums ist sozusagen und das noch davon kommen kann und deswegen sollen wir da jetzt erst warten. Vielleicht ist es ja nichts und wenn was ist, dann müssen wir in eine größere Stadt bei uns und eine teure Untersuchung machen. Mal gucken. Also Maya geht soweit gut, sie hat keine Schmerzen, es knackst halt und das wollten wir halt abklären lassen, wieso, weshalb, warum. Ich werde gut versorgt mit Essen auf jeden Fall. Gestern gab es Lasagne als Mittagessen beim Lehrgang und die haben dann auch immer so kleine, ja, Snacks. Brezen haben sie, gestern Croissants, heute auch Croissants und so kleine Kuchenstückchen und Muffins waren da. Banane, Obst, Joghurt sogar. Und heute hatten wir Frühstück, das war auch in Ordnung. Habe erstmal den Kaffee gesucht und dachte, da war irgend sowas mit Kanne, dachte, dass das da drin war. Habe dann jemanden gefragt und der hat mich dann nicht verstanden. Ja, weil er Englisch geredet hat, aber dadurch, dass ich Kaffee gesagt habe, hat er gewusst, dass ich Coffee meine, weil es ja Englisch ist. Und hat es mir dann auf Englisch gesagt. Ach ja, danke. Ist auf dem Tisch gestanden. Genau, habe ich Leberwurstbrot, Käsebrot und einen Joghurt gegessen. Genau, und heute Mittag gab es dann Pizza. Ja, und heute habe ich die Perlweiß-Zahn, also Aktivkohle-Zahnpasta verwendet und hatte ich echt Zahnschmerzen von.
Ich glaube, dass ich die nicht weiter verwenden kann. Ich denke, die werde ich meinem Mann geben, weil ich da echt Zahnschmerzen von bekomme, weil ich von Haus aus einen wahnsinnig schlechten Zahnschmelz habe. Da muss ich echt aufpassen. Ja, also die wird wahrscheinlich weiter wandern. Ich habe jetzt auch mein Air-Up mitgenommen. Da gibt es tatsächlich, das finde ich auch sehr gut. Es gibt Wasser umsonst, man kann sich Kaffee runterlassen, man kann sich einen Tee machen, das ist okay. Ja, wie gesagt, der Fernseher ist jetzt nicht der Wahnsinn und gestern habe ich auch einen Burger geguckt auf dem Laptop. Internet ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, aber ja, das Beste draus machen. Das werde ich jetzt. Ich werde duschen und dann werden wir die Maske miteinander machen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. So, hallo, willkommen zurück. Es ist jetzt ein bisschen später, weil ich die übertragt habe, bis hier der Dampf raus ist. Und ich habe mir gedacht, ich mache nicht nur mit euch eine Maske, sondern wir testen jetzt zusammen. Das ist aus der Campus-Tüte dieses Locken-Dingens. Genau, ich gebe auf. Schon beim Aufmachen gescheitert. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein bisschen Draht. Ich hoffe, das reicht für meine Haare. Das ist nämlich nicht sehr lang. Jetzt werde ich erstmal die Haare aufmachen. Da sind noch zwei Zöpfe dabei, also zwei Haargummis. Habe meine Haare jetzt noch ein bisschen im Tuch trocknen lassen und werde die jetzt erstmal mit einem Spray einsprühen, und zwar dem Bumble and Bumble Hairdresser Invisible Oil Protective Primer. Also die Haare gehen bloß, was sonst wird alles andere rechtfertigt natürlich. Muss genug sein. Jetzt hatte ich Glück, weil jetzt wäre fast mein Parfüm runtergefallen. Brett einfach nicht richtig gerade ist. Ich glaube, dass ich das Parfüm auf jeden Fall jetzt runterstellen werde. Was nicht passiert ist auf jeden Fall noch. Stelle ich lieber zur Seite. Ihr klemmt auch gerade hinter einem, weil die steht genau auf dem Brett. Und ihr klemmt genau hinter einem, so einer Taschentuchpackung, damit ihr nicht runterfällt. So, Haare aufteilen. Ich mag das gerade nicht. Seht ihr das? Ich habe hier, dadurch, dass ich diese kleinen Härchen habe, so Babyhärchen, kann ich gar nicht richtig auf eine Seite bringen. So, erstmal durchkämmen. Ich weiß, es sieht mich jetzt gar nicht. Noch mal ein bisschen runter. Das war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Jetzt. So. Jetzt bin ich gespannt. Einmal die Haare in zwei teilen und es drüberlegen. Das reicht doch nicht, oder? Und dann beginnen wir, das drumherum zu wickeln. Ja, also ist mit langen Haaren gar nicht so leicht. Und besser geht's nicht. Ich bin echt gespannt, ob das was wird morgen, wenn ich aufstehe. Hier oben fangen wir nämlich schon an, ein paar Härchen rauszugeben. Seht ihr das? Also hier oben ist nicht sehr fest. Aber gucken wir mal. Andere Seite. Ich glaube, ich muss die andere Seite nochmal machen. Seht ihr das? Das hält irgendwie auf der anderen Seite gar nicht. Da hält jetzt die Seite besser. Obwohl ich da auch nicht so weit oben angefangen habe. Ich glaube, das mache ich da auch, dass ich da weit unten anfange. Kriegen wir schon. Sieht auf jeden Fall recht lustig aus. Dann machen wir die Seite nochmal. Eine, die nicht gefällt. Ja, dann fängt es auch weiter unten an. Dann habe ich morgen keine komische Welle im Pony drin. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich so, dass mir das auf dieser Seite nicht wirklich reicht. Von den Haaren her. Ich glaube, dass die Locken auf jeden Fall intensiver werden jetzt auf dieser Seite. Oh, okay. Das ist so. Ja, auf der anderen Seite geht es jetzt auch raus. Das ist echt doof. Seht ihr das? Hier löst sich jetzt auch. Ja, hier unten auch wieder. Das ist doch Käse. Ja, ich versuche das jetzt noch ein bisschen. Muss ich wahrscheinlich weiter hintergehen mit dem... Das kriegen wir schon noch. So, das ist jetzt das letzte Mal. Wenn es jetzt nicht funktioniert, die machen wir noch einmal, dann lasse ich es einfach. Also ich bezweifle irgendwie, dass das bis morgen hält. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus.
Und jetzt machen wir noch die Maske. Ich kann mir überlegen, ob ich das einfach hinten noch zusammenbinde, aber das stört dann wahrscheinlich beim Schlafen. So, was machen wir denn für eine Maske? Ich würde sagen, wir machen heute die Serienzugmaske, weil ich gerade das Adventskalender-Video angeboxt habe, das morgen online kommt. Dann wisst ihr, warum ich die Maske mache. Genau. Das hebe ich auf, dass ich es wieder einpacken kann. Das ist eine 5-Minuten-Tuchmaske, also die ist auch relativ schnell gemacht. Gott sei Dank. Riecht voll nach Ananas. Oh, kalt. So, wo ist meine Nase? Innen. Ach Mensch, passiert mir ständig. Mund ist ja klein. So, und die bleibt jetzt für 5 Minuten drauf und dann sehen wir uns wieder. Genau. Bis dann. So, 5 Minuten vorbei. Und jetzt runter damit und einmassieren. Ich verteile das jetzt ein bisschen, weil ich eh vergessen habe, mich einzucremen. Wollte ich eigentlich machen. Aber naja. Also jetzt hat es eigentlich... Ja, hinten löst sich es wieder ein bisschen, aber es ist halt besser als davor. Sagen wir es mal so. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Werden wir dann sehen. Was ich immer doof finde, dass danach das Gesicht so ein bisschen klebt. Das finde ich immer nicht so gut. Okay. Ist jetzt so, meine Haare hängen wenigstens nicht ins Gesicht, dadurch, dass ich sie in diesem Teil habe. Und was jetzt auch gut ist, ist, dass ich so lange Haare habe, dass das drin bleibt. Mit dem Pony, der wäre wahrscheinlich jetzt schon längst wieder heraus. Genau. Was sage ich zur Haut? Ja, man sieht jetzt nicht viel verändert. Wahrscheinlich muss man sie öfter verwenden. Ist okay. Vitamin C, ist das nicht auch ein bisschen aufhellend, hätte ich gemeint. Sehe ich jetzt nicht wirklich was. Es fühlt sich auf jeden Fall gepflegt und weich an. Wie gesagt, ein bisschen klebrig. Und ich finde, die Haut, die sieht auf jeden Fall wieder smooth aus. Maske auf jeden Fall okay. Die würde ich vielleicht für den Preis auch wieder kaufen. Ja, für das, dass es eine 5-Minuten-Maske ist, relativ schnell gemacht, finde ich recht gut. Trotzdem sehr gut gepflegt für diese 5 Minuten. Deswegen, ja. Und ich wollte euch meinen Fingernägel zeigen. Ich drehe mal um. Genau, und zwar habe ich den von Kia Carlotta verwendet. So ein schöner blauer Glitzernagellack. Ich liebe ihn. Der sieht so schön aus. Und der war echt auch schnell trocken. Für das, dass ich 2 Schichten verwendet habe. Ein Nagel sieht nicht mehr so schön aus, weil ich es wieder nicht erwarten konnte und mich zudecken wollte. Und es dann an der Bettdecke ein bisschen hängen geblieben ist. Aber okay. Ich werde jetzt das letzte Video noch bearbeiten. Eins habe ich noch. Und dann habe ich es geschafft für heute. Dann werde ich noch meine Serie gucken. 911 habe ich jetzt fertig geguckt. Es ist vorbei. Jetzt gucke ich 911 Lone Star natürlich noch. Ich und mein Mann haben gerade Dharma gestartet. Ist auch auf jeden Fall eine mega interessante Serie, eine sehr kranke Serie. Also wer sowas nicht sehen kann, sollte es vielleicht nicht gucken, aber da habe ich jetzt kein Problem. Glaubt man, im Rettungsdienst sieht man schlimme Sachen. Deswegen, ja, man weiß, dass Menschen so krank sein können, wenn man im Rettungsdienst arbeitet. Das ist leider so. Fernseher läuft jetzt nebenbei, während ich noch bearbeite, weil ich da logischerweise nicht am Handy gucken kann. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall, denke ich mal, morgen. Bis dann, wenn ich meine Locken öffne. So, hallo und willkommen zum nächsten Tag. Ja, es hat eigentlich relativ gut gehalten, bis auf das, dass mir das jetzt hier hinten hängt. Aber es ist wenigstens dran geblieben und das machen wir jetzt runter. Ich muss jetzt zugeben, dass meine Haare auch immer noch nicht wirklich trocken sind. Deswegen müssen sie sich so gut auskämmen. Ja, aber so sieht jetzt das Ganze am Schluss aus. Ich habe es mir jetzt irgendwie stärker vorgestellt. Es ist okay, es ist jetzt aber nicht viel Unterschied zu meinen normalen Wellen, muss ich sagen. Ja, ist okay. Kann man lassen. Mal lassen. Das ist schon stärker ein bisschen, als meine normalen Wellen. Ist okay.